אנחנו לומדים מספר כתבי בעל הסולם. מורג בליזן שכתבו בעל הסולם. טנטל שמעתי, אם דויטש שמעתי בוקסה 354, ארטיקל 115, אומוויק פלנצליך, לבנד ונשפרכנד. Man kann Fragen stellen auf www.kap.tv. Ausgewählte Fragen werden hier angeführt werden. Schriften von Bala Sulam im deutschen Buch der 354, Artikel 115, Shamati, unbewegt, pflanzlich, lebend und sprechend. Wir wollen auf gefühlvolle Weise lernen, wie uns selber im Studium einschließen, wie wir mittels des Studiums in der Enthüllung der höheren Welt voranschreiten. Und deshalb lohnt es sich für uns, zu hören, was diesbezüglich Rabash niederschreibt in den Worten, die er von Baal HaSulam gehört hat. Die vier Etappen, in welchen sich der Mensch im Spirituellen entwickelt, genauso wie wir die vier Phasen des direkten Lichtes haben, oder Havaya, Yud, Ke, Waf, Ke. Wenn es an jedem Ort immer eine vierstufige Entwicklung gibt, so haben wir auch die vierstufige Entwicklung des Verlangens im Menschen, vom Beginn seines Verlangens, wo er gänzlich sich in der Herrschaft des Triebes, des Verlangens, für sich selbst zu empfangen zu wollen, befindet, so wie es geschrieben steht, ich habe das Böse geschaffen. Alles beginnt mit dem Leblosen, also Unbewegten. Und danach bereits beginnt die Entwicklung mittels dem, dass der Mensch das korrigierende Gute Licht auf sich ruft, durch die richtige Organisation in einer richtigen Umgebung. Und dann bekommt er bereits eine ganz andere Kraft über dem Unbewegten, pflanzlich lebend und sprechend. Und diese Kräfte sind bereits entgegengesetzt von der unbewegten Kraft, welche sich in der Natur in ihm befindet, welche von Geburt aus ausgestattet ist. Lasst uns sehen, wie all diese Kräfte sich im Menschen offenbaren, erscheinen, dementsprechend, wie sehr er sich entwickelt beteiligt teilnimmt. Wir lesen Shamati 115, unbewegt, pflanzlich, lebend und sprechend. Unbewegt ist etwas, das keine eigene Macht hat, sondern unter der Herrschaft seines Hausherrn steht. Und es ist verpflichtet, jedes Begehren und jeden Willen des Hausherrn zu erfüllen. Da also der Schöpfer alle Geschöpfe sich zu Ehren schuf, wie geschrieben steht, jeglichen, der sich nennt mit meinem Namen, habe ich zu meiner Ehre geschaffen. Bedeutet dies, dass der Schöpfer das Geschöpf, also die Schöpfung, für seinen eigenen Bedarf erschuf, die Natur des Hausherrn, und ist in die Geschöpfe eingeprägt. Das bedeutet, dass keines der Geschöpfe für das Wohl des Nächsten arbeiten kann, sondern nur zum eigenen Nutzen. Das heißt, wir sehen daraus, dass der Wille zu empfangen eine verpflichtende Kraft ist im Geschöpf, und alle beginnen von dem Zustand, wo alle nur in ihm wirken, handeln für sich. Es gibt nur einen Unterschied. Oder man wirkt in ihm auf instinktive Weise, wo man, wenn es einem nicht bewusst ist, dass es so wie die ganze Welt so ist. Natur. Genauso wie unbewegt, pflanzlich, lebend und sprechend auf dieser Erde, alle handeln entsprechend ihrem Willen empfangen zu wollen. Jeder wird gesteuert in dem Maß, wie er versteht, dass die Dinge ihm etwas bringen. Es ist ein Gesetz, eine Kraft, die sich verpflichtet, auf solche Weise sich zu verhalten. Und die Entwicklung, spirituelle Entwicklung, beginnt erst damit, dass der Mensch in unserer Welt anfängt zu spüren, zu empfinden, dass er etwas darüber hinaus möchte, erlangen möchte. Das heißt, dass ihm etwas leuchtet, nicht, dass ihm Verlangen sich verändern, aber ihm etwas leuchtet, über seinen Willen zu empfangen selbst, und dann beginnt er bereits unruhig zu sein, fängt an zu suchen,
Und das so sehr, dass er die Weisheit der Kabbalah dann beginnt zu finden und anfängt sich zu prüfen, wie sehr er sich im Willen zu empfangen, in seinem Willen zu empfangen befindet, genauso wie in einem Käfig. Eingezäunt. Er kann wirklich nicht dort aus diesem Willen zu empfangen, Ego ausbrechen. Und so haben wir versucht auszubrechen mittels verschiedenerlei Mitteln. So ist er dazu nicht in der Lage. Das bedeutet, solange wir nicht die Kraft auszubrechen, sprich die altruistische Kraft erhalten, welche gegen der vorherigen, der erstigen Kraft steht, welche der Chef in uns implantiert hat, die Kraft zu empfangen. Wir sind die Kraft des Unbewegten. Es gibt auch hier 4 Phasen im Unbewegten, wo wir beginnen zu erkennen, wie sehr wir eigentlich ihm unterworfen sind, dem Willen zu empfangen und sogar irgendwie auf bestimmte Weise uns bereits vorstellen können, was bedeutet, aus dem Willen zu empfangen, auszutreten. Und dann sagen wir bereits, scheinbar sind wir im Exil, im Willen zu empfangen, eingefangen, also im Inneren des Willen zu empfangen, eingefangen, im Exil vom Willen zu geben. Wie sehr gibt es noch Willen zu geben, welcher uns scheinbar erhebt, was uns gleich unserem Hausherrn macht und nicht, dass der Hausherr in uns die Natur geschaffen hat, im Besonderen auf solche Weise, wir nichts machen können, oder wir verpflichtet sind, aus der Natur herauszutreten, bis wir wirklich tatsächlich eine Art Erkenntnis des Bösen in unserem Zustand durchlaufen. Und wie es heißt, Israel legten die Arbeit nieder und sie schrien hinauf. Wir schreien so sehr, der innere Schrei, dass wir Hilfe von oben bekommen, die höhere Kraft, welche uns aus dem Zustand hinausbringt, in welchem wir uns befinden, im Zustand des Exils, im Zustand der Bösartigkeit, des Triebes in uns. Das ist die Etappe des Unbewegten. Das heißt, unbewegt ist eine Zeitperiode, welche sehr langwierig ist, wo wir dann am Ende in der 4. Phase des Unbewegten, in der 4. Etappe, werden wir dem Austritt aus dem Willen zu empfangen würdig, zum Willen zu geben. Und dann bleibt der Wille zu empfangen in uns, weil das ist eine verpflichtende Kraft, welche der Schöpfer geschaffen hat, aber wir darüber hinaus erwerben die zweite Natur. Und das bedeutet, meine Söhne haben über mich gesiegt. Ich habe in ihnen den bösen Trieb, den Willen zu empfangen, für sich selber geschaffen. Und sie haben von mir gefordert und bekommen dann den guten Trieb. Es geben. Bisher das Gesagte ist euch klar, schämt euch nicht, fragt, das ist sehr wichtig. Das ist die Hauptsache hier. Wir befinden uns währenddessen in dieser Stufe, Domem, unbewegt. Aber dieser unbewegte Zustand gibt es, so wie wir sehen, es gibt ja auch in diesem Zustand Domem Dekdusha, das heißt, unbewegt in der Spiritualität, das heißt, jener, der Kraft des Gastgebers, des Hauses in ihm unterworfen ist, sich hingibt, bis man aus diesem Zustand heraus hin zur pflanzlichen Stufe austritt. Wir lesen weiter. Was ist denn Tiranz? Eine Frage. Rav, langsam, langsam. Wer ist der Hausherr? Rav antwortet, der Schöpfer. Hast du noch jemanden anderen außer dem Schöpfer? Gibt es eine andere Kraft, welche in der Welt wirkt? Student, der Wille zu empfangen. Rav, der Wille zu empfangen ist der Sklave des Schöpfers. Der Schöpfer in uns, in unserem Eiweißkörper, hat er
den Willen eingebettet, dass ich das will, was mir in diesem Willen gut erscheint, das will ich auch empfangen. Denn, eine Frage, in Französisch frage ich vielleicht. La nature du propriétaire. La nature du propriétaire est implantée dans les créatures, c'est-à-dire que toutes les créatures ne peuvent pas travailler dans l'intérêt d'autrui, mais seulement dans leur propre intérêt. Warum steht geschrieben, dass der Wille des Hausherrn eingebettet ist in die Geschöpfe und sie nicht in der Lage sind, außerhalb von ihm zu arbeiten? Rav hakt ein. Du bist geboren, mit dem Willen zu empfangen zu wollen. Du hast dich auch entwickelt. Du bist doch immer noch im Willen empfangen zu wollen. Das hat der Schöpfer in dich eingebettet, mit Gewalt in dich eingebracht, in diesem Stück Fleisch in dir. Gab er diesem Stück Fleisch jene Kraft, welche der Wille, welche Willen zu empfangen heißt, diese Kraft sucht in dir ständig. Was will ich? Was lohnt sich für mich zu haben? Der Student. Si la nature du créateur est implantée dans moi, normalement, depuis le départ, je devrais être capable de donner comme le créateur. Wenn Natur des Schöpfers in mich eingebettet ist, muss es in so einer Weise sein, dass ich wahrscheinlich geben muss, wie der Schöpfer gibt. Rab antwortet, nein, er hatte den Willen empfangen zu wollen eingebettet. Du willst sagen, dass dein Ego, dein böser Trieb, oder ganz klar, wie wir diesen Willen zu empfangen, für sich selbst zu empfangen wollen, kommt alles vom Schöpfer. Woher denn sonst? Der Student, warum hat geschrieben, dass die Natur des Schöpfers ist doch der Wille zu schenken. Rab sagt, genau, aber in dir hat er den Willen zu empfangen geschaffen. Deshalb heißt das Bria, Schöpfung, etwas außerhalb von ihm, nicht Schöpfer. Er ist gänzlich umgeben. Und ich hatte den Willen geschaffen, empfangen zu wollen, seine Gabe. Warum? Damit du von ihm dich unterscheidest. Damit du ein Geschöpf bist. Geschöpf ist eine Abstufung vom Schöpfer. Außerhalb von ihm. Geschöpf, geh weg. Student, ich glaube Ihnen darauf. Rav sagt, das muss man nicht glauben, es ist so, es ist Tatsache. Der Student, was heißt es aber, dass die Natur des Schöpfers in mich eingebettet wurde, in meinen Willen empfangen zu wollen, in die Geschöpfe, Geschöpfe 1. Rav, der Schöpfer hat nicht in seine Natur in die Geschöpfe eingebettet, er hat im Inneren der Geschöpfe das Ego eingebettet, den Willen empfangen zu wollen für sich selbst. Ich habe eine Puppe, eine Marionette, und ich will, dass sie nur an sich selbst denkt. Ich denke an alle, nicht an mich selbst. Ich habe keinen Gedanken an mich. Aber ich erschaffe eine Marionette und möchte nur, dass sie an sich selbst denkt. So ist das. Das heißt, ich habe den bösen Trieb geschaffen. Student, okay, Rav. Somit, warum steht geschrieben aus dem Text heraus, dass der Schöpfer die Schöpfung zu seiner Ehre geschaffen hat, dass die Natur des Schöpfers in die Geschöpfe eingeprägt ist. Eingebettet ist falsch. Was heißt, die Natur des Schöpfers in die Geschöpfe eingeprägt ist? Der Wille zu empfangen zu wollen, im Geschöpf resultiert aus dem Schöpfer und dieser Wille zu empfangen steht im Gegensatz zum Schöpfer und das resultiert aus dem Willen des Schöpfers heraus, jemanden zu beschenken, zu geben, aus. Der Student, das scheint, als hätte er das Gegenteil geschrieben. Rav hakt ein, er hat zugeschrieben, was soll ich jetzt hier kritisieren und was... Was soll ich tun? Nur siehe, im Großen und Ganzen, was geschrieben steht, der Schöpfer ist der Wille zu schenken, zu geben. Er schafft ein Geschöpf, Geschöpf, G ist außerhalb von ihm, eine Schöpfung, welche gänzlich im Empfangen für sich selbst sich befindet. Das Geschöpf ist das, ist derjenige, der sich nur für sich selbst kümmert. Die Sorge um sich selbst heißt Domem. Was ist Domem, leblos? Er widersetzt sich nicht dem, was er hat. Er geht gemeinsam mit seiner Natur. Ihm ist bewusst,
dass das, was in ihm existiert, vom Schöpfer ausgeht. Aber es wirkt in ihm auf solch eine Weise. Genauso in, so wie in Unbewegten, in Pflanzlichen, Lebenden, im Menschen. Jeder Einzelne, auch im Menschen, jeder Einzelne verhaltet dementsprechend, wie der Schöpfer in ihm das Programm eingeprägt hat, des egoistischen Verhaltensmusters. Und jeder Einzelne handelt auf so eine Weise. Das ist die erste Stufe der Entwicklung. Jetzt, es gibt unbewegt, pflanzlich, lebend in unserer Welt, unserer irdischen Welt, die physischen Dinge. Und es gibt einen physischen Menschen, das heißt, unbewegt, pflanzlich, lebend, physisch, können nichts verändern. Aber die Menschen auf dieser Erde haben die Möglichkeit, haben es in der Hand, sich selbst zu verändern. In Bezug, bezüglich zu ihrer eigenen Natur, in welcher sie erschaffen wurden. Wenn sie es schaffen, die Möglichkeit zu finden, wie sie mit dem Schöpfer in Verbindung treten, welcher ihrer Natur, welche seine Natur, das Herz des Menschen ist in den Händen des Schöpfers. Und prägt in den Herzen des Menschen den Wunsch, für sich selbst empfangen zu wollen, den Willen zu empfangen. Wenn der Mensch sich entwickeln kann mittels der Umgebung auf solche Weise, dass er von dieser Umgebung gegenteilige Wünsche erhält, als die, mit denen der Schöpfer ihm geschaffen hat, so geht es zum Schöpfer und sagt, du bist verpflichtet, mir die zweite Natur zu geben, den Willen zu schenken, zu geben. Und dann wird ihm der Schöpfer die Natur geben. Und dann wird der Mensch aus zwei Formen der Natur bestehen. Zum natürlichen Quell, Wunsch, Willen zu empfangen für sich und auch den Willen zu geben, Altruismus. Das heißt, die Absicht wird über ihn verweilen, sein Ego, seinen Wunsch zu verwenden, um damit zu erfüllen, zu geben. Wenn der Schöpfer den Willen zu geben hat, so hat der Mensch den Willen zu geben nicht, sondern der Mensch, die Natur des Schöpfers ist jene, welche zum Menschen kommt und darin in der Absicht umgesetzt wird. Das heißt, der Mensch formt sich, er drückt sich aus, er kommt zum Ausdruck, er bildet sich, er formt sich. Das heißt, er bekleidet sich mit der Kleidung des Gebenden, wie der Schöpfer. Aber seine Natur, natürliche Form, der Wille, empfangen, genießen zu wollen, bleibt über. Deshalb heißt das, alles beginnt mit dem Bewegungslosen, das heißt mit dem Unbewegten. Das heißt, die erste Stufe wird genannt, die Erkenntnis des Bösen. Das heißt, wenn wir empfinden, dass wir alle uns im Willen zu empfangen zu wollen befinden, in jedem Moment, in jeder Wendung, in jedem Augenblick befinde ich mich auf instinktive Weise im Willen zu empfangen, mehr oder weniger in verschiedenen meiner Gedanken, Wünschen, Handlungen. All das ist der Wille, Genuss haben zu wollen. Und das so viel wie möglich. Und wenn wir dafür etwas hergeben müssen, so gebe ich das. Ich mache Anstrengungen, bemühe mich, um zu genießen. Es gibt keinen anderen Ausweg. Und so das unser ganzes Leben lang. Das ist die Stufe des Leblosen. Und es gibt außer diesem nichts anderes. Sogar wenn ich zum Studium der Kabbalah komme, mittels des Studiums der Kabbalah zur Erkenntnis des Bösen gelange, so erkenne ich das Böse in meinem Programm, welches über mich herrscht, in meinem Herzen und in mir wirkt. Und ich kann aus diesem Programm nicht fliehen. Und ich sehe, dass es zu meinem Bösen ist, dass ich ständig nach Genüssen strebe, nach Berechnungen und so weiter und so fort. Und ich wirklich gänzlich auch leide, daran leide, aber nicht austreten kann. Ich kann nicht. Und darin sehe ich, wie sehr die Natur des Schöpfers, welche er in mir mich eingebildet hat, das ist die Natur des Schöpfers, weil sie von ihm ausgeht, nicht dass der Schöpfer die Natur hat. Er hat mich so geschaffen, mit seiner Form ausgestattet. Und dann, in seinem Fall, befindet sich das in mir und herrscht über mich.
Das ist die Herrschaft des Pharaos über den Menschen. Das Stufen der Erkenntnis des Bösen, wo ich das Böse erkenne. Zu Beginn sehe ich nicht, dass das Böse ist, so schlecht für mich ist. Aber danach später in den Stufen von der Entwicklung des Unbewegten gelangt er zum Zustand, wo er sieht, dass das alles zu seinem Nachteil, zu seinem Schaden ist. Er möchte davon fliehen, er möchte ausbrechen. Sagen wir, das ist so wie ein Samen, wir können nicht in der Erde austrocknen, sondern es möchte ausbrechen. Es möchte aus aller Kraft heraus wirklich die Erde ausbrechen und hinaus in die freie Welt schauen können. Genauso wie ein Wurm, welcher im Radieschen ist. Aber trotzdem befindet er sich immer noch in diesem Zustand. Das heißt, er erkennt an, wie schlecht das ist. Ohne Erkenntnis des Bösen kann man nicht voranschreiten. Ist das euch klar? Es gibt aber ein Zitat, mich ein bisschen hier überrascht. Er sagt, alles, was meinen Namen trägt, habe ich für mich geschaffen. Selbst der Schöpfer, die Schöpfung geschaffen hat für sich selbst. Das ist doch das Gegenteil. Der Schöpfer hat doch den Wunsch, den Geschöpfe zu erfreuen. Rav antwortet. Schau, siehst du, wie sehr wir anders gepolt sind. Wenn der Schöpfer den Wunsch hat, den Geschöpfen zu erfreuen, so hat er Geschöpfe geschaffen, um sie zu erfreuen, zu erfüllen. Jetzt, wenn du jemanden erschaffen würdest, würdest du ihn erschaffen, damit du Genuss haben möchtest. Geschöpfe ist der Wunsch, der Wille, Genuss zu geben, zu schenken, und hat Geschöpfe geschaffen, damit jemanden hat, den er beschenken kann, erfüllen kann. Der Student, hat der Schöpfe den Willen zu empfangen? Rav hakt ein, nein, er hat den Willen zu geben. Denn was ich aber sagen ist, dass er das empfangen. Ich möchte etwas, ich erschaffe etwas, was meinen Wunsch erfüllt. Ja, er hat uns geschafft, sagt der Rav, um uns zu erfüllen. Der Student, ja, es ist für dich so, weil du im Willen zu empfangen bist, um zu genießen, auch im Willen zu geben, auch zu genießen. Für ihn ist der Wille zu geben, zu schenken, aufgrund dessen, weil es eine Natur ist, ohne was zurückzuerhalten. Das ist eine Semantik. Rav, nein, er hat kein Ego, er hat keine Empfangsgefäße. Deshalb ist das, was er gibt, das kehrt nicht zu ihm zurück, es hat nirgends von ihm zurückzukehren. Was für eine Semantik ist das hier? Alles ist im Inneren. Ist es in Ordnung? Fragt. Das sind unsere Stufe, wir müssen diese Stufe gut klären. Fragt mich ruhig Fragen, stellt Fragen. Ja, bitte. Der Schöpfer hat im Wesentlichen die vier Stufen geschaffen. Unbewegt, pflanzlich, Tiere, lebend und entsprechend. Und am meisten in der Natur haben wir die unbewegte Natur. Warum hat er unbewegt am meisten geschaffen? Antwort, das ist das Fundament aller Stufen und das Fundament für alle anderen weiteren Etappen. Alle anderen Etappen entwickeln sich entsprechend der Menge, Quantität und Qualität. Sprich, dass je mehr du Quantität hast, dass sich das dann später dann in Qualität ausdrückt. Du hast Milliarden von Tonnen des Unbewegten hast du in Verhältnis dazu eine Pflanze und in Bezug zu Milliarden von Tonnen von Pflanzen hast du ein lebendiges Wesen. Und alle lebendigen Wesen zusammengefasst, hast du im Verhältnis ein entsprechendes Wesen. Das heißt, vielleicht können wir dann langsam diese Dinge, diese Stufen von lebend und sprechend angeglichen bringen zum Schöpfer. Das heißt, die Stufe des Bewegungslosen ist eigentlich die wichtigste Stufe, was der Student sagt, ja genau. Die Bewegungslose ist jene wichtige Stufe, weil von ihr alles entsteht, aber ihr zu verbleiben ist das nicht das Ziel. Ohne Fundament kannst du nichts bauen. Alle entwickeln sich, alle schreiten voran, alles ist vom Zustand des Unbewegten.
resultiert das. Rav sagt, stellt Fragen. Es ist sehr wichtig, auch in der Erklärung für neue Studenten, was unbewegt Pflanzen lebend ist. Student, reden wir über unbewegt oder unbewegt im Spirituellen? Rav sagt, wir reden nicht über unbewegte Stufe, aber nicht über die unbewegte Spirituellen. Der unbewegte Spirituellen ist noch weniger wert als unbewegt. Unbewegte Spirituellen heißt, er erfüllt das, was man ihm beigebracht hat, und ohne Fragen zu stellen. Er fühlt, der Schöpfer hat mich so geschaffen, so eine Weise geschaffen, damit dass man das tue. So haben es mir meine Vorväter beigebracht, meine Eltern in der Schule, in der Yeshiva. Und auf solche Weise muss ich existieren, in einer Weise, wo ich nur das, diese Sache erfülle. Und das heißt, unbewegt im Spirituellen. Einmal war in Trabash im Krankenhaus und dort gab es einen Mann, welcher nicht orthodox war. Er war noch damals von östlichen Kulturen. Er hat ausgeschaut wie ein Tscherkessi, so wie ein Kaukasus mit seinem Hut. Ich weiß es nicht, wie ich das nennen soll. Und dann hat er ihm angeschaut, sagte, das ist unbewegt im Spirituellen, wie er sich verhalten hat, wie er es gemacht hat. Alles war auf solche bescheidene, einfache Weise, hat er all diese Dinge erfüllt, nur um das zu erfüllen, was ihm beigebracht wurde. Und nicht auszutreten, nichts außerhalb jenen Grenzen, die man für ihn seine Vorväter definiert haben. Student, gibt es einen Vergleich zwischen unbewegtem Spirituellen zum Zustand des Embryos? Rav sagt, nein. Ein Embryo schneidet sich ab, unterwirft sich, macht Handlungen aktiv, wo sich gänzlich umdreht. Er ist nur das Gegenteil vom Unbewegten. Und hier ist es unbewegt. Warum heißt es unbewegt im Spirituellen? Das, was ihnen gesagt wurde zu tun, dass du auf solche Weise dich halten musst, genauso wie der Schöpfer dir den Willen zu empfangen geschaffen hat, sondern im Prinzip, weil der Schöpfer dir den Willen zu empfangen geschaffen hat, auf so eine Weise musst du diesen Willen zu empfangen erfüllen und in ihm diesen Willen zu empfangen, musst du alle Gebote erfüllen, welche dir als Kind beigebracht wurden. Ja. Ich möchte die Frage von Shai und Terans fortsetzen. Nicht geschrieben auf klare Weise, da der Schöpfer die Geschöpfe zu seinen Ehren geschaffen hat. So geschrieben steht, jeglichen, der sich nennt mit meinem Namen, habe ich zu meiner Ehre geschaffen, weil dies der Schöpfer, das Geschöpf für seinen eigenen Bedarf erschuf. Die Natur des Hauses ist in die Geschöpfe eingeprägt, weil es keiner der Geschöpfe für das Wohl des Nächsten arbeiten kann, nur zum eigenen Nutzen. Das heißt, die Natur des Schöpfers, er hat die Schöpfung für sich selbst geschaffen, zum eigenen Nutzen. Die Natur des Schöpfers ist für seinen eigenen Nutzen und er hat dafür die Geschöpfe geschaffen. Und das hat er wieder zu fangen geschaffen. Das steht hier so geschrieben. Rav, du verstehst richtig, aber ich bin mit dir nicht einverstanden. Gut, das ist nichts Neues. Rav, man muss verstehen, was geschrieben steht. Der Schöpfer sagt, ich habe das Böse geschaffen. Ich habe den bösen Trieb geschaffen. Das heißt, dieser böse Trieb, ich ein Trieb, der Wille zu empfangen zu wollen, befindet sich in der ganzen Schöpfung, im unbewegten, pflanzlichen Leben, entsprechend, welche hier vor unseren Augen auf unserer Erde befinden. Und alles unbewegte, pflanzlich Lebendige, entsprechende in physischer Form, sind alles der Wunsch, Genuss haben zu wollen. Jede einzelne entsprechende Komponenten, die er hat, entsprechend der Umgebung, wo er sich befindet, sucht aus, wie auf optimale Weise so viel wie möglich der Genuss haben kann. Das ist eine Natur, welche der Schöpfer in die Schöpfung eingeprägt hat. Nur, das ist klar für alle. Allen klar. Man kann darüber über Wissenschaftler, über Psychologen, über alles sprechen, mit allen sprechen. Das ist allen klar, da sind wir uns alle einig. Jetzt ist aber die Frage eine andere. Wir sehen in keinem den Willen zu geben.
Wir sind nur den Willen zu empfangen und das in verschiedensten Formen. Jetzt haben wir nur eine Meinungsverschiedenheit. Der Schöpfer selbst ist auch in seiner Natur oder wollte die Schöpfung, die Geschöpfe in seiner Natur nur erschaffen? So muss man verstehen, was er sagt. Ich habe, ich erschuf das Geschöpf außerhalb von mir. Also er hat die Schöpfung außerhalb von sich geschaffen, im Willen zu empfangen. Das lernen wir in der Weisheit der Kabbalah. Im höheren Licht, im Willen zu schenken des Schöpfers, in seine Liebe, weil er sich in ihm bereits befindet. Darin prägt sich der Wille zu empfangen aus, vergrübelt er sich. Woher kommt der Wille zu empfangen? Etwas aus etwas vorher nicht da gewesen ist. Also im Willen zu geben, entsteht auf einmal so ein Punkt, pack, der Wille zu empfangen. Und dieser schwarze Punkt beginnt, fängt an, sich zu entwickeln. Warum entwickelt sich dieser Punkt? In der Wille zu geben, Genuss, welcher sich befindet, welchen er quasi umdreht von allen Seiten, führt ihn zum Heranwachsen. Er gibt Genüsse, und der Wille zu empfangen wird immer breiter und größer. Und auf so eine Weise entsteht das Geschöpf. Und dann mittels des Schöpfers, wird der Wille zu empfangen, wirklich etwas, was vorher da nicht da gewesen ist, fängt dann dieser Wunsch, größer zu werden. Wovon zieht dieser Wunsch Genuss? Von dem, was der Schöpfer es erfüllt, mit Genüssen. Mit Füllungen. Und dann gelangt der Wille zu empfangen, zu einem Zustand, wo es groß ist. Woher wird es so groß, dass der Schöpfer ihn auf solche Weise erschaffen hat, entwickelt hat, geprägt hat aus der Liebe von ihm aus. Was in der Liebe, um den Willen zu empfangen, zu vergrößern, damit es das Gegenteil vom Schöpfer wird, damit es das Geschöpf fühlt, dass es das Gegenteil vom Schöpfer ist, damit es sich von dieser Gegensätzlichkeit loslösen möchte und entdeckt, auf welche Weise man austreten kann. Und dann möchte der Schöpfer, dass es sich angleicht. Und all das ist doch immer noch die Entwicklung, im Willen zu empfangen, welcher sich in der Stufe des Unbewegten befindet, welcher immer noch deine Natur nicht verlässt, den Willen zu empfangen, sich nicht über den Willen zu empfangen erhebt, aber bereits damit anfängt, in ihm verschiedene Veränderungen wahrzunehmen, welche unangenehm sind. Was heißt unangenehm? Ich bin ein Egoist und ich leide daran. Was soll ich tun? Und dann hat er bereits eine freie Wahl und er kommt zu Weisheit der Kabbalah, zum Studium, und man sagt ihm, möchtest du aus dem Willen zu empfangen austreten? Bitte, du hast Mittel und Wege, du musst eine Kraft erschaffen, die gegen ihn vorgeht, gegen den Willen zu empfangen, und die einzige Kraft gegen den Willen zu empfangen ist die Umgebung, die Gemeinschaft, versucht dich zu organisieren, und dann wirst du Erfolg haben. Ja, bitte. Bitte, frag. Rav, wenn wir sagen, dass der Wille des Geschöpfes, der Wille zu empfangen hat, der Schöpfer, das Gegenteil ist der Wille zu schenken, zu geben, kann man sagen, dass der Wille des Geschöpfes, der Wille zu empfangen, der Wunsch zu genießen, und der Schöpfer ist der Wunsch, ihm Genuss zu schenken oder nicht zu genießen. Nein, nicht zu genießen gibt es sowas nicht im Schöpfer. Was heißt das, nicht zu genießen? Was würde er verstehen, was es heißt, nicht zu genießen oder nicht genießen oder doch genießen? Er versteht nur eine Sache, der Schöpfer, den Wunsch, jemanden Genuss zu schenken. Wie gebe ich Genuss? Wie erfülle ich jemanden mit Genuss? Davon hat er Genuss. Der Student aber trotzdem genießt er wie ein Geschöpf. Ich habe es mit Absicht gesagt darauf. Denn wir müssen uns angleichen, dass wir Genuss haben, daraus, dass wir jemand anderen erfüllen. Das ist eine schöne Frage, die du gestellt hast. Ja, weiter. Markus.
Student, nur um die, den unbewegten Spirituellen, haben sie gesagt, dass sie am Anfang in der unbewegten Stufe sind. Wir sind auch die spirituelle, unbewegte Form, wo wir im Haus uns unterworfen haben. Da werden wir dann zur Pflanze. Rav hakt ein. Nein, noch einmal. Unbewegt im Spirituellen sind jene, die spirituell erzogen wurden. Ich würde sagen, religiös erzogen wurden im Spirituellen. Und dann bleiben sie trotzdem noch unbewegt. Sie können nicht austreten. Sie können aus dem Zustand nicht ausbrechen. Und ihre ganze Erziehung liegt darin, wie sie ihre Nachkommen auch nur so erziehen, dass sie unbewegt sind im Spirituellen. Man fordert von ihnen nichts. Erfülle das, was du erfüllen musst, und das war's. Jetzt die Sache der Pflanze, dass der Mensch in sich aus der menschlichen, gesellschaftlichen Entwicklung heraus, während der Generationen, fühlt das Geschöpf, dass in uns der Wille zu empfangen sich entwickelt und uns Probleme, Schwierigkeiten und das weg, und der Wille zu empfangen wächst immer größer, wird komplexer. Empfindung, Verstand, na, verstehen wir, dass unsere Entwicklung eigentlich eine verdorbene ist, die nichts Gutes mit sich bringt. Wir finden uns, treten mehr und mehr in die Falle. Unsere egoistische Natur herrscht über uns. Und diese Herrschaft ist nicht zu unserem Wohle. Wir können uns nicht richtig auf gute Weise organisieren, nicht in den Familien, nicht in unserem Lande, nicht in der Gemeinschaft, nicht in der ganzen Welt. Alles geht schief. Und wer ist daran schuld? Schuld ist hier der egoistische Wille zu empfangen im Menschen, unserer Natur. Was soll man tun? Das heißt, es gibt Menschen, die auf direkte Weise, auf persönliche Weise, persönlich anfangen zu empfinden, dass sie etwas suchen müssen, ein Mittel suchen müssen, dass es nicht gut ist, was ist der Sinn im Leben und so weiter. Und dann kommen sie zur Weisheit der Kabbalah. Wenn sie anfangen zu lernen, so fangen sie an, langsam, Step by Step, während der Jahre zu verstehen, dass sie unter der Herrschaft des Willens zu empfangen sind und von ihm nicht ausbrechen können. Die Gedanken, welche in mir versperrt sind, und auch die Wünsche sind in mir eingesperrt, alle Absichten sind auch für mich selbst. Alles, was ich tue, ist auch nur für mich selbst. Ich sehe meine Welt, was ich das ganze Leben durchlaufen habe. Ich sehe, wie sehr ich allen nur Schlechtes angetan habe. Jetzt, am Ende des Tages, sehe ich mich selbst. Was habe ich getan? Alles nur zu meinem Selbstwohl. Scheinbar für mein Selbstwohl. Ich hasse mich dafür, ich leide. Aber ich kann von der Natur, aus dieser Natur nicht austreten. Und ich will sehr von dieser Natur austreten. Aus der Natur. Und kann nicht. Ich kann nicht. Es geht nicht. Und dann, das ist die Bedeutung dessen, was wir sagen, die Erkenntnis der Schlechtigkeit des Bösen. Aber trotzdem, ich befinde mich, ich existiere trotzdem noch immer weiter im Willen empfangen zu wollen, mit der Absicht zu empfangen. Und ich sehe, dass meine Absicht immer nur für mich selbst zu empfangen. Jetzt sehe ich, dass die Absicht wirklich ist, nur für mich selbst zu empfangen. Und ich fange bereits an zu sehen, dass diese Natur zu meinem Bösen ist, für mich nicht gut ist. Und dann fange ich an, entsprechend nenne ich diese Natur den bösen Trieb, denn ich sehe, wie sehr er in mir herrscht. Sie scheinbar eine fremde Herrschaft ist in mir, welche ich auf solche Weise anerkennen möchte. Ich würde diese Natur gerne aus mir hinausstechen, hinausschneiden, aber ich kann es nicht. Und somit nähere ich mich mehr und mehr dem Auszug aus dieser Herrschaft, aus Ägypten, von der unbewegten Stufe, wo ich bereits
anfange, den Wunsch zu haben, wie eine Pflanze zu wachsen und in Zeiten Natur erhalte, welche bereits das Schenken, das Geben ist. Und dann, und auch mittels der Gruppe, in welcher ich befinde, die Handlungen, die ich tue, die gänzliche Entwicklung, welche ich bekomme, als Ergebnis aus dem Studium heraus. Und dann nähere ich mich bereits dem Austritt aus der Herrschaft des bösen Triebs. Es ist der Auszug aus Ägypten. Fragen? Oh, na, Akoka, bitte. Eine Frage. Ich wollte fragen, unbewegt, hat die Umgebung auf diesen unbewegten Teil Einfluss? Er sagt, natürlich, er muss unter den Einfluss der Umgebung treten. Ohne den Einfluss bleibt er nur im Willen, den Willen zu empfangen. Er wird keine Kraft haben, gegen sich zu arbeiten, aus sich auszutreten. Er braucht den Einfluss der Umgebung, welche so stark auf ihn wirkt, dass er bereits die kommende Stufe, die kommende Entwicklungsstufe bereits empfindet, den Willen zu geben. Die Stufe des Leblosen, des Unbewegten, die Stufe der Pflanze anstreben möchte. Er muss es fühlen, nächste Stufe, und zur Erkenntnis des Bösen nehmen. Ansonsten, wie wird er aus Ägypten ausziehen? Er will gar nicht wissen, ob man ausziehen kann und wohin ausziehen. Der Student, aber seine Entwicklung tut er selbst definieren, liegt in seinen Händen, eine Umgebung aufzubauen und dann quasi. Was kann die Stufe des Unbewegten tun? Rav, du stellst bereits eine Frage, welche bereits mit der höheren Lenkung zu tun hat. Ob das, was wir tun oder der Schöpfer durch uns tut. Und wir denken, dass wir die Handelnden sind, oder wir wissen bereits, dass er der Handelnde ist, oder dazwischen stehen, so oder so. Das ist bereits eine Frage für sich, die bereits nicht mehr mit den Zuständen selbst etwas zu tun hat. Der Student sagt, ich werde die Frage anders stellen. Sie haben oft wiederholt, dass die Zustände des Unbewegten unser Zustand jetzt ist, in welchem wir uns befinden. Die Stufe des Unbewegten beinhaltet in sich sehr viele Zustände. Wir müssen diese Zustände durchlaufen. Der Student, was aber charakterisiert den Unbewegten, welcher gleich ist unserem Zustand? Was gibt es im Unbewegten, wo ich sehen kann, dass das mein Zustand ist? Darauf sagt, ich habe bisher mein Leben durchlaufen und sehe immer, dass es der unbewegte Zustand ist. Dass ich immer im Verlangen zu empfangen war, dass um zu empfangen ich bereits in der Erkenntnis bin, denn in meinem bösen Trieb handle ich, korrigiere, so streiche ich jetzt, in meinen Willen zu empfangen, im bösen Trieb, befinde mich in meinem Ego von hier und weiter, lerne ich, wie ich aus meinem Willen zu empfangen zu wollen, zum Willen zu geben, übrige, das heißt, die Absicht empfangen, um zu geben. Und wenn ich diese über meinen unbewegten Zustand aufbaue, das heißt, das ist alles vom Unbewegten, mit dem Unbewegten beginnt und das Unbewegte bleibt und ich wachse, genau wie eine Pflanze, welche aus der Erde sprießt. Und ich wachse in Unbewegten. Wohin ist die Sache des Unbewegten? Dass die Handlungen, meine Handlungen, solche sind, dass sie geben, zugeben. Zugeben meinen Mitmenschen. Das heißt, die Absicht hat sich verändert. Die Handlungen, die physischen Handlungen, darüber sprechen wir nicht. Die Absicht verändert sich. Das Wesentliche für mich ist, dass ich in dem, wo ich jetzt sitze, siehst du, ich befinde mich jetzt hier in den Absichten für mich selbst, so heißt ich unbewegt. Wenn ich die Absichten jetzt habe, dem anderen zu geben, dann wird das pflanzlich genannt. Das ist alles. Koka fragt, also die unbelebte Stufe, das ist ein ganzes Ziel, zum Bewusstsein des bösen Anfangs zu gelangen? Rav sagt, vor allem seine Absicht. Und seine Absicht ist, zu empfangen. Und das muss aus sich selbst also herausreisen. Weil das Verlangen zu empfangen, das bleibt. Und nur die Absicht für sich selbst
verneint, stößt diese ab und möchte umtauschen, auf die Absicht umzugeben. Koka fragt, all diese Entwicklung, die wir sprechen, will verlangen sich Tiere sprechend. Das ist bezüglich der Absichten. Man spricht hier also nicht über die Verlangen selbst. Rav sagt, Verlangen bleibt es Verlangen. Und das Unbelebt pflanzlich, bleibt unbelebt. Alle Stufen kommen von Unbelebt. Koka fragt, ich habe gefragt, ob die Einfluss der Umgebung auf das Unbelebte. Gestern Twitter haben sie die vier Stufen beschrieben und unterstrichen, dass das Unbelebte keinen Einfluss von der Umgebung hat. Und das hängt vollkommen von sich selbst ab. Rav sagt, Twitter, du weißt, was kann ich dort schreiben, Twitter? Ich schreibe das so. Aber sie sagen immer, man soll befolgen, was sie so schreiben, Rav sagt. Aber das ist nicht so eine entwickelte Methodik, die ich schreibe. Ich schreibe dort sehr kurz, für alle Freunde auf der ganzen Welt. Ich habe gehört, dass man das schnell übersetzt und das ist alles, damit sie bereit sind. Ich wusste, dass wir heute darüber sprechen werden, deswegen habe ich es gestern dort bereits vorbereitet. Akoka fragt, wenn ich für mich jetzt Schlussstrich ziehen will, was ist dann unbelebt? Ist es die bedeutet das, dass ich den bösen Anfang in mir erkenne, meine Absicht, und dann kann man sich von hier aus weiterentwickeln? Rav sagt, ja, das kann man so sagen. Gib dort hinten weiter. Shel fragt, wenn alles für die Geschöpfe sind, was bedeutet dann, dem Schöpfer Genuss zu geben? Rav sagt, das ist bereits Korrektur von der Seite der Geschöpfe. Wenn er Handlung machen kann für den Schöpfer, genauso wie der Schöpfer das machen möchte und die Handlung ausführt für den Genuss der Geschöpfe. Und das ist alles. Das heißt, Entwicklung der Geschöpfe besteht darin, dass er nicht auf der Stufe unbelebt sein möchte unter der Vollmacht des Schöpfers, aber am Ende der Stufe Domem unbelebt. Wenn diese Periode aufhört, zu Ende geht, wenn er sich unter der Macht seines Verlangens zu empfangen befindet, bösen Anfang, welcher von Schöpfer kommt. Deswegen muss er beim Schöpfer bitten, damit er für ihn die Absicht ändert, nicht für sich selbst. Das ist nicht das Verlangen, das ist nur die Materie, damit er für ihn die Absicht endet von Empfang für sich selbst, damit er Genuss hat, nur unter der Bedingung, dass er damit dem Schöpfer Genuss gibt, dass sein ganzes Genuss, der hat Genuss nur wegen dem Schöpfer, gibt dem Schöpfer, aber nur unter der Bedingung, dass er nicht für sich selbst Genuss empfängt, aber für den Schöpfer ist er bereit, Genuss zu empfangen. Das heißt, er geht nicht heraus aus seiner Natur. Er ist bereit und interessiert, in seiner Natur zu bleiben, aber möglichst, und auch möglichst mehr Genuss haben, aber nur, wenn der Schöpfer Genuss hat. Das heißt, er schaut nicht auf sein Genuss, sondern achtet nur darauf, dass man Genuss bekommt, nur deswegen, wenn der Schöpfer Genuss bekommt. Und nur das möchte er ändern. Und infolge dieser Revolution, dieser Wandlung, wird er zum Pflanzlichen. Denn was bedeutet, was ist Pflanzlich? In ihm gibt es bereits eine neue Entwicklung. Das Verlangen zu empfangen, endet er um in ein Mittel, um dem Schöpfer Genuss zu geben dadurch. Das ist die Anfang der Entwicklung des Menschen, die spirituelle, Anfang der spirituellen Entwicklung des Menschen. Ja, Itzik. Itzik fragt, warum das unbelebte Heilige ist eine notwendige Etappe? Rav sagt, weil er unbelebt ist und er bewahrt sich, unbelebt zu sein, also in tausenden von Jahren sich nichts zu ändern, so bleiben wir. Aber derjenige, der möglichst genau dies befolgen möchte, der ist mehr geachtet. Itzik fragt, das heißt, die Teile der Rishimot diese Stufe durchlaufen müssen und es gibt einen Teil der Rishimot, die diese Stufe nicht durchlaufen müssen? Was können wir ähnliches Natur beobachten? Rav sagt, ja, es gibt Teile der Entwicklung des Menschen im Volk Israel, welche wie Domem de Dusha sein müssen.
das heißt so eine unbelebte Stufe der Heiligkeit. Das ist ein Übergangsglied von Zerbruch, vom Austritt von Galut in das pflanzliche Exil und danach allmählich und dann. Das heißt, nicht, dass alle Seelen das durchlaufen müssen. Wir sehen das. Man muss die Geschichte studieren. Wenn ihr wollt, dann können wir das tun. Wenn ihr das richtig verstehen werdet, dann können wir, wie das in der historischen Entwicklung passiert ist, das können wir dann studieren. Bitte, Uri. Schön sagt, die Kraft des Gebens hat das Verlangen zu empfangen geschaffen. Das geschah so leicht. Was kann in uns passieren, um eine gegensätzliche Handlung des Gebens auszuführen? Denn wir sehen, umso weiter es ist, desto schwieriger wird es. Kraft sagt, der Schöpfer hat das Verlangen zu empfangen geschaffen. Und wir möchten die Absicht in der Absicht des Gebens erreichen, über dem, was der Schöpfer geschaffen hat. Und die Frage. Das heißt, die Kraft des Gebens hat der Schöpfer geschafft. Die Kraft des Empfangens. Darauf sagt ja, das heißt, etwas aus dem Nichts. Davor gab es kein Verlangen zu empfangen, jetzt gibt es. Und ich sage, wie können wir jetzt in unserem Zustand das Verlangen zu empfangen sehen, dass es so etwas wie Verlangen zu geben gibt, sie zu bitten? Wie kann so ein Zustand überhaupt existieren in der Natur? Das Verlangen zu empfangen, das Verlangen zu geben, mit Leichtigkeit hat das Verlangen zu empfangen erschaffen. Aber das Verlangen zu erschaffen kann sich nicht mal das Geben vorstellen. Darauf sagt, wir wissen nicht, was Verlangen zu geben bedeutet. Wir kennen die Handlungen des Gebens, worin sie besteht. Das heißt, wenn das für den anderen ist, dann sind das Handlungen des Gebens. Und Verlangen des Geben, das sehen wir nicht, das ist der Schöpfer, das ist seine Natur. Wir können ihnen nichts bestimmen. Das, was du siehst, das ist nur die Änderung der Qualitäten, des Verlangens zu empfangen. Das ist alles für sie selbst, für das Empfangen. Und wenn du zu einem Zustand gelangst, wenn du die Absicht in der Absicht des Gebens haben wirst, dann wirst du es erkennen können und solche Verlangen finden, die sich in der Absicht des Gebens befinden. Denn das ist bereits Einschränkung, Schirm, reflektiertes Licht. Uri fragt, ich möchte verstehen, er hat etwas aus dem Nichts erschaffen. Müssen wir auch etwas aus dem Nichts erschaffen? Also, Rav sagt, du musst nur dem Schöpfer bitten, durch die Umgebung, damit man die Kraft gibt, welche dir erlauben wird, die Handlungen des Gebens auszuführen, abgesehen davon, dass du dich im Verlangen zu empfangen befindest. Und fragt, der Schöpfer, der das Verlangen zu erschaffen hat, hat er bereits gesehen, zu was wir gelangen werden von Anfang bis Ende? Er hat etwas aus dem Nichts erschaffen, hat das alles gesehen. Und was sehen wir? Darauf sagt, ich sehe nichts. Ich verstehe nicht, was du fragst. Kannst du ganz genau fragen, was du fragen willst? Uri fragt, wie gelange ich zum Verlangen zu gehen? Wie kann ich überhaupt in diese Richtung handeln? Darauf sagt, durch die Zähne. Ja, Cohen, schnell. Braucht der Schöpfer uns? Rav sagt, ich weiß nicht. Ja, ich in so einer Art möchte ich mit euch nicht sprechen. Das ist Philosophie. Cohen fragt. Im Text steht es, dass ja, ob der es braucht oder nicht. Rav sagt, ich weiß nicht. Es steht ja. Das heißt, er hat uns erschaffen. Und damit wir ihm geben, das, weil er ihm geben ist. Cohen fragt, wieso braucht er sonst noch etwas außer dem unbelebten und unbelebten Stufe? Das, was er will und das, was für nötig ist, das darüber sprechen wir. Wenn ihr studieren wollt, was geschrieben steht, bin ich bereit. Wenn ihr zu Philosophien übergehen wollt, Cohen fragt, ich möchte studieren, was er schreibt. Oft höre ich, dass der Schöpfer nichts braucht von uns.
Hushalem. Das ist vollkommen. Rav sagt, wir können hier die gemeinsame Sprache nicht finden, deswegen schließen wir diesen Artikel und gehen über zur Einführung der Äußerung der Kabbalah. Ich sehe, dass es keine Möglichkeit hat, dies zu studieren. Wir würden jetzt eine Diskussion öffnen, Dummheit zu sprechen, will er oder will nicht, wie soll das schaffen, was gibt es nicht. Ihr wollt nicht verstehen die klaren Bestimmungen, die man euch hier gibt in den Worten, wie es geschrieben steht. Es gibt das Verlangen zu geben. Das wird Schöpfer genannt. Es gibt über ihn etwas, was als Mutter ist, sein Wesen. Das heißt, wir verstehen das nicht. Diese Kraft hat eine Beziehung zu uns. Und aber bezüglich uns, die Kraft, die als Motor heißt, befindet sich im Geben, zeigt sich wie eine Kraft des Gebens. Und diese Kraft des Gebens möchte ein Geschöpf erschaffen. Warum? Weil aus ihrem Verlangen, um zu geben, um zu fühlen, damit es jemanden gibt, wie man, den man gibt. Nimm das an wie ein Axiom. Man stellt sich keine Frage, warum und wie. Das ist die Antwort. Wenn du es erlangen wirst, dann wirst du verstehen, warum das so ist. Nur aus der Erlangung, nicht aus deinem Verstand heraus, dass du mit deinem kleinen Verstand verstehen willst, das Ziel des Schöpfers. So etwas gibt es nicht. Ihr müsst verstehen, wo ihr euch befindet. Die Stufe unbelebt versteht ihr sogar nicht. Aber worüber spricht man hier? Ihr versucht hier wirkliche Sachen zu sprechen. Ich wollte sagen, ich möchte das verstehen. Allmählich, langsam. Du kannst nicht einem kleinen Kind die höhere Mathematik erklären. Das geht nicht. Deswegen. Es gibt Azmuto. Bezüglich uns zeigt es sich, wie das Verlangen zu geben. Dem Verlangen zu geben fehlt das Verlangen zu empfangen, welches empfangen würde seinen Einfluss, sein Geben. Wieso hat er es erschaffen? Um zu geben. Sogar das, was wir sagen, dass das Verlangen zu empfangen, der Schöpfer erschaffen hat, damit er ihn geben kann, das empfindest du in deinem Kelim. Also unglücklich, er hat das Verlangen zu empfangen erschaffen, um Genuss zu bekommen. Das heißt, er muss sich quälen. Wir verstehen das, diese ganzen Sachen nicht. Er hat das Verlangen zu empfangen erschaffen. Verlangen, das ist die Materie der Schöpfung, das verschwindet nicht, das verschwindet nirgends und ändert sich auch nicht. Das Verlangen selbst ändert sich nicht, aber über dem Verlangen zu empfangen, welcher der Schöpfer erschaffen hat, dieses Verlangen zu empfangen kann beginnen, dass es ihm bewusst wird, wer hat mich erschaffen, wofür hat mich erschaffen, was kann ich damit tun, dass ich das Geschöpf darstelle und so weiter. Also so kann sich das Verlangen zu empfangen entwickeln und es entwickelt sich in den vier Stadien, wie gewöhnlich, Hawaya, basierend auf dem Verlangen zu empfangen, auf der unbelebten Stufe, das heißt der ersten Stufe, es entwickelt sich von diesem Zustand aus. Damit, dass es einfach existiert wie ein Golem, wie eine Puppe und beginnt es ihm bewusst zu werden, wie und was und warum er ihm beginnt es bewusst zu werden, dass er beschränkt ist, dass er sich in einer Natur befindet, welche ihn einschränkt. Und dann möchte er aus all diesen Einschränkungen herauskommen. Er fragt dann, wofür, weshalb, was ist der Sinn meines Lebens? Und gelangt zum Zustand, dass er kennenlernen möchte, bewusst werden möchte, was es außerhalb von diesem gibt. Das alles passiert, diese ganzen Fragen entstehen in ihm, basierend darauf, dass es sich entwickelt. Und warum entwickelt er sich? In ihm gibt es den Funk des Schöpfers, welcher es erschaffen hat. Außer dem Verlangen zu empfangen, da gibt es auch noch ein ganz wenig, ganz klitzekleine Verbindung mit dem Schöpfer. Oder wir nennen das den Funken des Schöpfers, welchen entwickeln. Es entwickelt ihn, bis er anfängt, Fragen zu stellen. Wenn das Leben anfängt zu fragen, wieso leben, weshalb leben, das sind bereits die Fragen des Schöpfers. Das heißt, die Frage ist verdeckt, aber trotzdem, das ist die Frage, wer hat mich erschaffen, wozu,
weshalb und wohin gehe ich und so weiter. Das ist das, was die Menschen fragen. Und genauso fragen sie, basierend aus der Qualen heraus, aus dem, dass ihr Verlangen zu empfangen nicht gefüllt wird. Und dann weiter. Ob der will oder nicht, er kommt zu einem Platz, dass er davon Genuss bekommt. Genuss bekommt mit Verlangen zu empfangen. Aber Genuss empfangen basiert auf ihren heutigen Fragen. Das heißt, er bekommt die Antwort auf diese Fragen, eine Füllung. Also das heißt, wofür braucht man diese Welt, die nächste Welt? Wofür wurde er geboren? Was passiert nach meinem Tod? All diese Fragen stoßen ihn an, den stoßenden Menschen an, zu klären, wofür er lebt. Das alles ist Verlangen zu empfangen. Wenn in die Wissenschaft der Kabbalah kommt, was sagt man, möchtest du dich entwickelt, dann kann die Entwicklung nur mit Hilfe dessen sein, dass du dich mit der gegebenen Kraft dich verbindest. Wie kannst du dich mit dieser Kraft verbinden? Denn du bist vollkommen getrennt von ihr. Du bist in seiner Natur gegensätzlich. Wir können einander nicht nahe sein. Kannst du zu nahe sein, zu der Kraft des Gebens? Kannst du seine Handlungen von ihm auf dich hervorrufen? Ja, aber nur unter der Bedingung, wenn du dich in die Umgebung einschließt, in die Gruppe. Das heißt, das, was wir studieren, der Einfluss der Umgebung auf den Menschen. Wenn du dich einfließt und dich in so eine Umgebung, dann kannst du den Schöpfer verpflichten. Buchstäblich so, du kannst den Schöpfer verpflichten. So schön ist geschrieben, meine Söhne haben mich besiegt. Und von ihm nach Kraft des Gebens zu fordern. Wie geschrieben steht, dass ich bösen Anfang schaffen würde und sie haben mich verpflichtet, ihnen den guten Anfang zu geben, mit Hilfe des Hisarons, mit Hilfe dem Gebet will ich ihn erheben, damit er von ihnen fordert. Ja? Wie die Kinder, sie fordern bei den Kindern. Was möchten sie sagen? Du hast mir geschaffen, du hast mir gemacht, dann beschäftige dich jetzt mit mir. Das ist deine Verpflichtung. Das stammt aus der gleichen Beziehung heraus, welche das Geschöpf hat zum Schöpfer. Weil das Geschöpf sich an den Schöpfer wenden kann und fordern. Und der Schöpfer hat Genuss davon, dass das Geschöpf fordert, weil er hat ein Verlangen zu geben, im Geben zu sein. Er ist höher und dann, desto mehr der Kleine von ihm empfangen möchte, desto größer ist der Genuss, den ihm den Gebenden gibt. Deswegen, wenn du es richtig an den Schöpfer wenden wirst, dann ist das der größte Genuss, den du ihm geben kannst. Du kannst nichts ihm hinzufügen, außer ihm deine Hisaron zu geben, dass du von ihm empfangen möchtest. Von dir zu empfangen, woher kann er empfangen? Er hat keine Kelim des Empfangens, aber geben, ja, das kann er. Kann dir geben. Das ist alles. Cohen fragt, wer hat vor allem Genuss? Rav sagt, du oder der Schöpfer? Oder was? Cohen, ja. Wenn die Absicht richtig ist, wer hat dann Genuss vor allem? Rav sagt, du willst, dass der Schöpfer Genuss hat. Deswegen fragst du ihn. Cohen sagt, ja, aber er. Rav sagt, und er hat Genuss davon, wenn man ihn fragt. Deswegen fragst du ihn. Das ist die richtige Absicht, die Bitte. Vielleicht bittest du, weil es dir schlecht geht. Dann bittest du immer noch, basierend auf deinem Verlangen zu empfangen. Aber wenn du bitten möchtest, um dein Verlangen zu geben, zu entwickeln, dann fängst du an, bei ihm den richtigen Sachen zu bitten. Zum Beispiel, du hast einen Sohn, und dieser Sohn ist einerseits, er möchte einen Ball bekommen, um zu spielen, Ball. Aber andererseits, wenn er beim Vater bitten wird, dass er ihm ein schlaues Buch kauft, dann wird der Vater natürlich einen größeren Genuss davon haben, dass er ihm ein Buch kauft. Aber in jedem Fall versteht er, dass das Kind, was das Kind möchte. Und natürlich darf man das Kind nicht täuschen. Das Kind kann ihn nicht täuschen darin, was er möchte.
dass er ein Buch in die Geografie tatsächlich möchte. Das Kind möchte spielen, deswegen muss der Vater in sein Kind, in seinen Sohn, in seine Umgebung geben, damit er anstelle des Verlangens zu empfangen, das Verlangen zu spielen mit dem Ball bekommt, ein Verlangen, sich mit der Geografie zu beschäftigen. Und damit gibt er ihm Genuss. Nicht, weil er künstlich nach dem Buch fragt, aber dann, wenn es sich geändert hat, wegen den basierend auf der Verlangen des Vaters. Und sagt, das Resultat ist nicht wichtig. Wichtig, dass wir bitten. Ja? Rav sagt, wir bitten, unsere ganze Arbeit liegt nur darin zu bitten, aber jedes Mal nach richtigen Sachen zu bitten, damit der Vater froh wird, von unseren Genüssen, von unseren Bitten Genuss bekommen. Das heißt, mach dein Verlangen wie sein Verlangen. Kohen sagt am Anfang zu fragen, Schirm zu geben und unwichtig. Was ich weiß, er weiß besser. Meine Fragen sind nicht so sehr richtig. Rav sagt, lassen wir das. Vorerst, das entfernt uns von unserem Thema. Cohen fragt, was bedeutet einzupflanzen, abzudrücken, Abdruck? Rav sagt, das bedeutet, dass außer dem Verlangen zu empfangen, pflanzt der Schöpfer in das Geschöpf so eine Form ein, was, wonach er genau bitten muss und wollen muss. Das ist das Rechemot des Verlangen des Lichtes. Rav sagt, ja, das ist das Rechemot des Verlangens zu empfangen, welches sich später offenbart. Das ist der Abdruck, den er macht. Gut, Vlad. Vlad fragt, wir sprechen über unbeliebte Tierisch. Rav sagt, wir sprechen jetzt nur über das Unbeliebte. Gib uns irgendwie zurechtzufinden, was unbeliebt ist. Vlad fragt, der Mensch entwickelt sich seinem spirituellen Weg. Rav sagt, von Anfang an nein. Es gibt solche, die sich nicht entwickeln. Alle befinden sich auf der Stufe unbeliebt, aber die Stufe unbeliebt sind diejenigen, die das Verlangen des Schöpfers ausführen. Und das ist alles. Nur das. Das Verlangen des Schöpfers ist in ihnen drin und befindet sich in ihm. Und das wird Verlangen zu empfangen genannt. Und das Verlangen zu empfangen auf der Stufe unbeliebt arbeitet in einer instinktiven Form. Man stellt sich nicht die Frage, wie und was, wie das unbeliebtliche, pflanzliche und tierische und die Stufe Mensch in unsere Welt, die alle Verlangen instinktiv ausführen, welche in ihnen eingepflanzt sind. Und es gibt schon in der Stufe Mensch bereits so eine Stufe, wo der Mensch nicht einverstanden ist damit, was passiert. Er sagt, wofür, weshalb, wieso bin ich in so einer Natur erschaffen? Sie beziehen sich noch auch zu der Stufe unbeliebt, aber sie wollen nicht mehr unbeliebt bleiben. Sie haben im Inneren bestimmte Bewegungen. Es geht ihnen nicht gut. Sie fühlen, dass sie sich im Exil befinden, dass sie sehr eingesperrt sind. Und das fragt, Verbindung gibt es auch auf der Stufe unbelebten Menschen und die Menschen, die auf dem spirituellen Weg sind, da gibt es auch Verbindung auf der verschiedenen Stufe unbelebt, pflanzlich und so weiter. Müssen wir uns jetzt verbinden auf der Stufe unbelebt oder sind wir bereits verbunden von der Natur? Rav sagt, nein, wir sind verbunden auf der Naturstufe, um einfach einander auszunutzen. Aber wir möchten uns miteinander verbinden, um die Gleichheit der Form zu verlangen, zu geben, zu erschaffen. Hängt alles von der Absicht ab. Wir möchten uns in der Zähne verbinden, um zwischen uns die Kraft des Gesetzes geben zu verwirklichen. Rav sagt, was ist dann die Verbindung zwischen uns? Rav sagt, dass wir verstehen, dass wir alle das Verlangen zu empfangen sind, wir wollen nur Genuss empfangen, aber über uns wollen wir so eine Form aufbauen der Beziehungen, dass das geben sein wird, dass wir geben sein werden. Und das ist die Stufe unbelebt. Ja, wir befinden uns unserer Natur auf der Stufe unbelebt, aber über ihr wollen wir die Stufe
pflanzlich aufbauen, wir wollen herauskommen aus der Stufe unbelebt. Wir wollen nicht bleiben empfangen, wir wollen geben. Und deswegen bauen wir die Zehen auf. Das ist eine sehr besondere Gruppe der Gesellschaft, welche wir immer noch künstlich ausführen, aber wir führen hier bereits die Gesetze des Gebens aus. Und er fragt alles, was wir in den Zähne tun, zum Unterricht kommen. Das alles ist Verbindung auf der Stufe unbelebt. Rav sagt, bis hierher ja, aber wir wollen zur Stufe pflanzlich gelangen. Bitte. Domem, das Unbelebte kann Bitte erheben auf der richtigen Art und Weise. Rav sagt, das Unbelebte kann ein richtiges Gebet erheben durch die Umgebung, selbst nicht durch die Umgebung, ja, kann er das tun, sodass es gehört wird. Das heißt, sich mit der Kraft des Gebens zu verbinden. Was bedeutet, dass der Schöpfer hört? Die Kraft des Gebens zu verbinden kann ich nur, wenn ich meine Kraft des Empfangens durch die Zähne durchbringe. Ich annulliere mich vor ihr. Desto mehr ich mich vor ihr annulliere, desto größer die Kraft des Empfangens, meine Kraft des Empfangens, kann sich umwandeln in die Kraft des Gebens und sich mit dem Schöpfer verbinden. Im Zentrum der Zähne. Das heißt, die Zähne für mich, das ist wie ein Übergangsglied, ein Transformator, welcher überarbeitet, transformiert das Verlangen zu empfangen irgendwie in das Verlangen des Gebens. Schön fragt, auch wenn das nicht genau ist im Gebet. Rav sagt, das ist nicht wichtig. Wir müssen probieren. Jedes Mal wird der Schöpfer uns korrigieren und dann, jedes Mal, werden wir, wenn wir auf solche Art und Weise arbeiten, durch die Zähne mit dem Schöpfer, das ist ein Ping-Pong. Ich, meinem Geliebten, Geliebte mir, so ständig durch die Zähne, so korrigiert er mich, bin ich zur richtigen Bitte gelangen. Aber die richtige Bitte, was bedeutet das? Dass ich und die Zähne und der Schöpfer, wir befinden uns auf einer bestimmten Stufe, auf einer Stufe, gemeinsamen Stufe, und dann gibt es bereits einen Kontakt. Gut? Also gut, jetzt du. Schön fragt, Frage vom Schüler aus USA. Gibt es in der Absicht, in unserer Absicht eine bestimmte Macht? Rav sagt, wir haben eine Macht, die bittet zum Schöpfer, damit er uns hilft, uns die richtige Absicht zu bilden. Wir selbst können das natürlich nicht tun. Wir können die Absicht um des Gebens nicht machen. Wie können wir das tun überhaupt? Wie können wir überhaupt in der Absicht des Gebens sein? Ich weiß nicht, was das ist. Das ist etwas aus einer anderen Welt. Moskau. Moskau fragt, was zwingt oder motiviert das Geschöpf, überzugehen auf eine andere Stufe? Zum Beispiel von unbelebt auf die pflanzliche Stufe. Darauf sagt der Schöpfer, er lässt uns ständig wachsen und gibt uns keine Ruhe. So entwickelt er uns den ganzen Prozess, Evolution, von Unbelebten zum Pflanzlichen und dann zum Tierischen und dann zur menschlichen Stufe. All das kommt, obwohl doch aus dem unbelebten Stufe, aber die Kraft, die wirkt im Geschöpf. Sie entwickelt das Geschöpf. So heißt das. Die Kraft, welche im Geschöpf wirkt. Jetzt an Petersburg, bitte. Wieso zeigt man uns die Gruppe mit Fragezeichen nicht? St. Petersburg fragt, Raf, was ist der Unterschied zwischen den Unbelebten, welche ständig in einem Zustand bleiben möchte, sich nicht ändern möchte, nicht bewegen möchte, damit nichts passiert, damit er keinen berührt, und das Embryo, welche sich auch im gleichen Zustand sein möchte? Oder Bam. Nochmal, bitte wiederholen, sagt Raf. Raf sagt, ich kann nicht arbeiten mit den Menschen, die dort oben sitzen.
Bitte. Stimmt, frag doch mal. Was ist der Unterschied zwischen dem unbelebten Stein zum Beispiel, der in einem Zustand verbleiben möchte, und dem Embryo, welches auch die Frage, Unterbrechung, wie ich verstehe. Raff sagt, auch die Stufe im Embryo und Stein wirkt die gleiche Kraft des Schöpfers ein, der das ganze Geschäft zum Endzustand bringen möchte. Er tut es. Nicht, dass unsere Entwicklung nur von uns abhängt. Nein, es gibt eine Kraft des Lichtes, welche wirkt. Aber nur wenn diese Kraft wirken wird, dann wird das durch die Qualen sein. Und wenn das durch Депер, бите. Такой вопрос, вот мы много раз говорили о том, что религиозные находятся на духовном уровне. Eine Frage. Wir haben oft gesprochen, dass die Religiösen auf der Stufe unbeliebt sich befinden. Und wir, wie können wir? Er hört schlecht, es wird unterbrochen. Rav sagt, wir müssen nicht zu dieser Stufe gelangen. Wir haben darüber gesprochen. Das ist die Stufe, die sich nicht entwickelt. Wieso soll man denn gelangen? Sollen wir dort in einem eingefrierten Zustand sein? Nein. Wir entwickeln uns darin, dass wir alles von der Absicht abhängen. Deswegen haben wir keine Beziehung zu der Stufe unbelebter Heiligkeit. Ja, es gibt noch solche Menschen, die so ein Streben, kein Streben zu der Entwicklung haben. Und dann befinden sie sich auf der Stufe entweder Domem unbelebt oder Domem Dikdusha, das heißt unbelebt heilig. Das heißt, diejenigen, die noch nicht würdig geworden sind, im Verlangen, dass sich das Verlangen entwickelt. New York fragt, ich bete für die Freunde, weil der Schöpfer davon Genuss bekommt. Das ist alles einseitig oder muss ich hier eine Antwort bekommen? Rav sagte, ich verstehe dich nicht. Eine Frage. Wenn ich für die Freunde bete, Rav sagt, wenn was? Wenn ich bete für die Freunde, sagt der Student, muss ich dann eine Antwort bekommen oder ist genügend für mich zu wissen, dass der Chef einfach Genuss davon bekommt? Rav sagt, worüber betest du? Natürlich musst du wissen, es gibt die Erhebung des Manns, es gibt die Antwort auf das Gebet. Das sind Sachen, die mir klar sein müssen. Ich muss spirituelle Arbeit, wird es genannt, dass ich Mann erhebe, dass ich Mat bekomme und dass ich den nächsten Mann erhebe und so weiter. Immer so, so eine Zirkulation, wie soll man sagen. So ist es. Und jetzt Beersheva. Guten Morgen, Rav, liebe Freunde. Meine Frage ist die nächste. Wenn das Verlangen zu empfangen, meine ganze Entwicklung, die wir in der Szene durchlaufen, kann es mehr spüren als das Verlangen, als die Absicht des Gebens? Das heißt, können wir irgendwann mal spüren die Eigenschaft des Gebens? Rav sagt, ja, natürlich, ich hoffe, das wird bald sein. Orlando. Hi, Rav. Orlando fragt, hallo Rav. Ich habe gehört, Sie haben einige Male gesagt, dass wir uns richtig organisieren müssen. Was meinen Sie, dass sich richtig zu organisieren? Tun wir das? Rav sagt, das ist die Zähne, es gibt nichts anderes. Wir müssen im Geben zum Schöpfer sein. Wir müssen mit Schöpfer lenken. Das bedeutet, meine Söhne haben mich besiegt. Wir müssen ihn lenken, damit er ja ständig über uns arbeitet, uns korrigiert ständig, uns anstößt nach vorne, uns anzieht von vorne. Also müssen wir ständig im Geben zum Schöpfer sein. Und womöglich
im Geben bezüglich dem Schöpfer kann man nur sein, wenn man die Gleichheit der Form ist. Ich kann nicht zu ihm klopfen und nach etwas bitten, wenn ich keine Gleichheit der Form habe mit ihm. Aber das ist nur dann möglich, wenn ich in einer Umgebung mich befinde, in der Szene, welche mehr oder weniger organisiert ist, so, dass man sich in der Gleichheit der Form mit dem Schöpfer befindet. Und in dem Ausmaß, in dem man sich in der Gleichheit der Form zum Schöpfer befindet, diese Hisarone, die es in ihr gibt, also Hisarone des Gebens zur Gleichheit der Form, nur in etwas zu gelangen, dann erheben sich diese Hisarone und gelangen zum Schöpfer und bekommen als Antwort von ihm eine Kraft, diese Hisaron zu realisieren, und so bewegen wir uns nach vorne. Das heißt, meine Arbeit in der Gruppe, das wird von der Liebe zum Geschöpfen, zum Liebe des Schöpfers genackt. Und so arbeite ich ständig. Es gibt keine andere Möglichkeit zu arbeiten. Schauen wir in alle Originalquellen. Ist das klar? Bitte, Moskau. Rav, Sie haben gesagt, es gibt Mann und es gibt Mat, und damit müssen wir uns auskennen. Und wir studieren ständig, wie man Mann erhebt, das studieren wir ständig. Aber was ist Mat, welcher dann kommt als Antwort? Welche Kriterien? Rav sagt, wenn wir Mann in der richtigen Form erheben, in der richtigen Form, dann können wir bestimmen, wenn Mat vom Schöpfer kommt. Ich beginne zu spüren, was bekomme ich. Hier steht eine Frage. Abgesehen davon, dass ich nach dem Ball gefragt habe, habe ich ein Buch in der Geografie bekommen. Kann so etwas sein, ja? Also wir müssen schauen, ob das, was wir bekommen haben, wieso haben wir das bekommen, ist das für unser Vorteil? Wie sollen wir uns ändern, um darin buchstäblich das Geschenk des Schöpfers zu sehen und nicht, dass es zu uns in seiner Form kommt, in seiner schlechten Beziehung von ihm. Das heißt, wir müssen, nachdem wir in der richtigen Form, in der richtigen Art, mit den Zähnen arbeiten. Wir müssen sehen, dass die Welt sich zum Besseren ändert. Ja. Gut. Was haben wir? Schon fragt. Das Unbelebte, worüber die ganze Natur sprechen, das ist eine materielle Kategorie. Rav sagt, unbelebt wird das Verlangen zu empfangen genannt, welches sich im ganzen Geschöpf befindet, außer dem Schöpfer. Dieses Verlangen zu empfangen allmählich gelangt zu seiner entsprechend mit dem Schöpfer in der vollen Art, in der vollen Form, und das wird Adam genannt, Mensch, wo Domä ähnlich dem Schöpfer. Woher kommt das? Von der Stufe unbelebt. Dann hast du die Stufe unbelebt, pflanzlich, tierisch und menschlich, welches ein Fundament hat und beginnt vom Unbelebten. Und dann allmählich wird es größer, dann pflanzlich, tierisch sprechen und letztendlich wie die Schöpfer. Schon sagt, das Unbelebt ist ein Materielle, das Spirituelle fängt mit dem Pflanzlichen an. Rav sagt, was ist materiell? Das Verlangen zu empfangen, welches im Geben noch nicht kann, obwohl auf den Stufen Shoresh, Aleph, Bet, Gimel, Dalet es sich entwickelt zum Zustand, das sie geben möchte, aber kann es noch nicht. Also er möchte aus der Erde also heraustreten, aber kann noch nicht. In unserer Welt sehen wir, dass Tierisches, das Unbelebte etwas ist, das bereits ein Leben gibt. Im Unbelebten gibt es kein Leben, Rav sagt, noch nicht, aber beginnt etwas zu werden, wie geschrieben steht, dass die Pflanze aus Erde herauskommt. Woher? Wo steht das? Geschrieben Zohar. Und sagt, wenn man das vergleicht in unserer Entwicklung der materiellen Welt, gibt es einige Elemente in Unbelebten, welche sich zusammen verbinden und dann entsteht das Leben. Ich weiß nicht. Also Kohlenstoff, Wasserstoff, dann entsteht das Leben. Rav sagt, nicht ganz so. Du kannst es verbinden
wie so viel du möchtest, aber bis jemand kommt, der dorthin ein Geistesleben einbläst, wird das nichts passieren. Du kannst aber zum Zustand gelangen, dass es dort eine Ausstrahlung gibt, als ob lebend. Aber das ist kein Leben, das ist nur ein Ausstoß von unnützigen Teilchen und pflanzlich. Das ist dann, wenn der Schöpfer ihn auf die Stufe pflanzlich bringt. Das ist etwas anderes. Hier gibt es. Hier muss der Schöpfer geben, anders kann es nicht sein. Frage: Können wir unsere Arbeit, diese Elemente finden, so ein bestimmtes Element, wo wir leben, in diesen unbelebten Kategorien finden, die das Leben gründen können? Rav sagt: Nein. Welche Verlangen, die das Leben schaffen können? Natürlich sind das Verlangen Menschen und nicht auf den Stufen belebt, pflanzlich und tierisch. Und Mensch, auch ein Mensch ist das unbelebt, pflanzlich und tierisch. Und Mensch, welche auf der Stufe sprechend Menschen sind. Das heißt, der Mensch, wenn er nach der höheren Kraft sucht, nach dem Sinn des Lebens und so weiter. Das heißt, solche Menschen mit solchen Verlangen, sie kommen dann zu der Wissenschaft der Kabbalah. Wenn nicht zur Wissenschaft der Kabbalah, das heißt, wenn noch nicht zu der letzten Stufe, aber davor, sie suchen nach Spiritualität. Du kennst solche mystischen Sachen, Psychologie, das ist noch tiefer. Und auch vielleicht die Wissenschaft, dass die wissenschaftliche Suche ist, auch wenn ich nach der Ursache der Existenz suche, vielleicht nicht meine Existenz, aber trotzdem. Deswegen all diese Sachen, einschließlich der Wissenschaft. Die Religion hat sich dem sehr widersetzt. Sehr, weil sie wollten nicht, dass sich die Wissenschaft entwickelt. Besonders bis zum heutigen Tage. Das irgendwie, sie haben das auch nicht respektiert. Das ist bereits die Suche, das ist der Austritt aus dem unbewegten Stadium. Ja, bitte. Student fragt, Ich kann folgendermaßen antworten. Alles entwickelt sich trotzdem in vier Phasen, Havaya, Yudke, Wavke. Und das Licht, Chochma, das Licht, das Bewusstsein, gelangt nur in der vierten Phase, Dalet, vom unbewegten Zustand. Gelangt nur in diese Phase. Asien. Guten Morgen, Rav. Ich habe eine Frage. Wohin gehört die unbewegte Stufe im System Havaya? Im System Havaya befindet sich die unbewegte Stufe in der Spitze vom Yud. In den vier Stadien, also vier Phasen des direkten Lichtes, dort, wo sich der Wille, der rohe Wille befindet, und danach hat das Licht bereits auf ihn Einfluss und er verwandelt sich bereits zum großen Willen zu empfangen, mittels des Lichtes, und dann entsteht bereits die zweite Phase, welche Bina ist. Somit in der Havaya, Yudke Wavke, kann man sagen, dass der Wille empfangen für sich, dieses Rohmaterial, befindet sich im Fundament jeder Schöpfung. Die Frage ist nur die, wie sehr die Schöpfung sich
aus diesem unbewegten Stadium hin entwickelt ist. Yud Kei Vav Kei, wie das sich entwickelt im Unbewegten. Aber in allen Stufen befindet sich das Unbewegte, die unbewegte Stufe, immer das als Basis, als Grundelement, als Fundament für jeden Zustand. Okay, in Ordnung? Ja, Markus. Markus fragt, der Übergangspunkt von Stufe zu Stufe, von Unbewegt zur Pflanze, dort wo der Schöpfer wirkt und diese Umwandlung macht, ist es immer, kann man sagen, dass es immer wieder ein Punkt ist, welcher von der Umgebung abhängig ist oder unabhängig von der Umgebung stattfindet? Wie kann man das genau ausdrücken? Rav fragt, wie kann es sein, dass unabhängig von der Umgebung stattfindet? Student sagt, ich stelle mir vor, diese sprechende Stufe, das ist geschrieben in einem späteren Artikel, dass das ein Punkt ist, welcher unabhängig von der Umgebung Gemeinschaft ist. Rav sagt, nein, das gelangt bereits zu seiner Entwicklung, das ist bereits später. Okay, ja, Nif, vielleicht ist noch mal was unbewegt ist. Unbewegt ist etwas, das keine eigene Macht hat. Ist das klar? Sagt der Rav, er hat keine eigene Macht, sondern steht unter der Herrschaft seines Hausherrn. Das heißt, er befindet sich gänzlich unter der Herrschaft des Höheren. Und es ist verpflichtet, jedes Begehren und jeden Willen des Hausherrn zu erfüllen. Rav sagt, versteht es nicht, von das Wille kommt, oder der Wille des, seine Wille, der Wille des Hausherrn, er muss ihn erfüllen. Weiter. Da also der Schöpfer alle Geschöpfe sich zu Ehren schuf, wie geschrieben steht, jeglichen, der sich nennt mit meinem Namen, habe ich zu meiner Ehre geschaffen. Das heißt, er möchte seinen Geschöpfen Freude bereiten. Das ist sein Verlangen. Ihr könnt euch hier beschweren, wenn er Gutes machen möchte, ist er schuld, bin ich schuld. So hat er es uns erschaffen. Bedeutet dies, dass der Schöpfer das Geschöpf für seinen eigenen Bedarf erschuf. Die Natur des Hausherrn ist in die Geschöpfe eingeprägt. Das bedeutet, dass keines der Geschöpfe für das Wohl des Nächsten arbeiten kann, sondern nur zum eigenen Nutzen. Rav sagt ein, so will es der Hausherr. Denn jeder Einzelne soll ein vollkommenes, gänzliches Willen zu empfangen haben. Ja, Asaf, Student. Rav, kann man das ein bisschen ordnen für unsere Studenten, wenn ich sie verstanden habe? Das heißt, die Herrschaft des Schöpfers ohne Kenntnis des Schöpfers, ohne die Bewusstsein des Menschen, dann bereits die Suche des Menschen, Punkt im Herzen, die ihn zur Umgebung bringt. Drittens, die Erkenntnis des Schöpfers durch den Willen zu empfangen, die Welt beherrscht. Und viertens, der Hass zum bösen Trieb, welcher er als böse wahrnimmt, weil er es eben vom Schöpfer trennt. Das heißt, die Veränderung des Geschöpfes, wollen wir das den Studenten weitergeben? Rav hakt ein Ja, aber nur durch den Zehner. Du hast zwei geschrieben, aber du hast. Ja, aber nur die Umgebung, oder? Ist das klar? Kann man das so sagen? Rav sagt ja. Der Fakt, fehlt was? Du wirst es selbst entdecken. Ja, Schlomo. Was er hier schreibt in diesem Absatz, ich verstehe diese Klärungen nicht. Er hat Natur geschaffen, Genuss zu wollen. Das ist das, was er in den Willen zu empfangen eingeprägt hat. Das kann man nicht verändern. Was sich doch verändert, ist die Einstellung zur höheren Kraft, die Absicht. Das ist das Problem, das einzige Problem, was es hier gibt. Ich möchte nur, es gibt doch keine, nichts zu verändern. Wovon ziehst du Genuss? Rasa, genau, wunderbar. Von wem genieße ich? Von was genieße ich? Wen diene ich? Wem diene ich? Das versuchen wir immer zu klären. Wem diene ich? Wem bereite ich Genuss damit? Wirklich wunderbar.
Sogar einen Monat. Das ist das Wesen der Sache. Glaubst du, wenn wir darüber vor ein oder zwei Jahren gesprochen hätten, heute haben wir die Dinge ein bisschen mehr in die Tiefe geklärt. Es ist alles bewusster geworden. Wir werden nicht weitergehen. Wir befinden uns im unbewegten Stadium und bleiben noch darin, bis wir wirklich beginnen zu fühlen, dass wir austreten müssen. Jetzt ist die Frage, sprecht zwischen euch, was müssen wir tun, damit wir uns zum Pflanzlichen nähern? Workshop. Was fehlt uns noch in der Erkenntnis des Bösen im Unbewegten? Was müssen wir tun, um uns voranschreiten im Unbewegten, wo wir uns befinden? Und wie können wir uns zur Pflanze entwickeln? Wie bekommen wir die höhere Kraft? Und dies ist ein Zusatz, ein Spielreiter dazu, welches zu uns kommen muss und sich uns einkleiden muss. Wie können wir das empfangen und das umsetzen? Bitte sehr, Workshop. Das ist im Prinzip meine Frage. Wie können wir von der unbewegten Stufe zur Stufe des Pflanzlichen aufsteigen? Wie können wir zum spirituellen Verlangen aufsteigen? Das nächste. Die Entwicklung findet, wie wir wissen, mittels des Lichtes statt. Das Licht entwickelt den Menschen. Der was den Menschen entwickelt, ist ein neuer Wunsch, eine neue Absicht, eine neue Einstellung. Und die Entwicklung selbst findet mittels der Umgebung statt. Ja, das Licht, was der Rav erzählt hat, diesen Geist, resultiert, indem wir eine Form suchen, der höheren Stufe aus den Büchern, uns mehr anhaften an Balas Sulam, an die Kabbalisten, an unseren Lehrer, an die Gruppe. Und dadurch streben wir, dass auf uns der höhere Geist, die höhere Kraft Einfluss hat und uns nun diese Umkehrung passiert. Ja, genau, das ist schön. Damit es diese Umkehrung gibt, müssen wir zuerst einatmen, diese Umwandlung. Das bemühen wir uns zu tun, in den Übungen, die wir zwischen uns machen. Wir bemühen uns, wir suchen, wie und wir solche Beziehungen zwischen des Gebens im Zehner aufbauen. 19-4-Rot, ich bin Malchut, ich bin Keter und die 10-9-4-Rot unten und ich habe auf sie Einfluss, ich bitte vom Schöpfer. Wir alle gemeinsam Notwendigkeit, so alles zu leben, die ganze Zeit, wo ich mich befinde. Und das Licht kommt, ja genau. Ja, der nächste, wir bauen in der Umgebung im Zehner also eine Art Schicht der Isolation der unserer eigenen Natur, also eine Antinatur, welche uns davor hindert, schützt, nach unserer Natur zu laufen. Damit diese Kraft wirklich Leben bekommt, brauchen wir Hilfe, hier die Hilfe und den Schöpfer. Der nächste. Die Methode, welche wir lernen, gibt uns Mittel, Instrumente, wie wir diesen unbelebten Teil in uns aufbauen. Alle Gewohnheiten, alle unsere ganze Bildung, Erziehung, die wir durchlaufen, wo wir uns selber erziehen wollen. Und für die Stufe des Pflanzlichen kam uns bereits die Umgebung, dass wir einander aufblühen können, zum Wachsen bringen können, in jedem einzelnen Neid erwecken können, damit sie in der Lage sind, uns über Dinge zu erheben, welche in uns unbewegt sind, welche unsere Gewohnheiten sind. Die Methode selbst gibt uns Instrumente. Wir müssen diese Instrumente immer verwenden, um uns immer ständig über unsere eigene Natur zu erheben. Nächste. Der Übergang zwischen unbewegt und pflanzlich geht über im Zehner, indem wir uns einer gegen den anderen annullieren. Die Höhe, die Kraft des Altruismus heranziehen, die Kraft des Schöpfers, diese befindet sich außerhalb meines Ich, befindet sich in der Verbindung zwischen uns, in der Kraft des Zehners. Und er verwandelt uns aus meinem Ich von Pflanze zum Menschen. Wir wirklich machen sehr viel. Wir haben wirklich einen Zehner,
der sehr gut ist. Und jetzt in dieser Etappe müssen wir fühlen, dass uns hier die Kraft des Gebens und der Liebe fehlt, damit wir Genuss ziehen können vom Geben an die Freunde, wie genau wie der Freund uns gibt, der Schöpfer uns gibt. Der Schöpfer soll uns hinausbringen aus dieser Gleichgültigkeit, dass uns alles egal ist, aus diesem unbeweglichen Stadium hinausbringt, dass wir ausbrechen, genauso wie der Wurm von diesen Radieschen, dass wir Genuss ziehen wollen vom Geben. Der Nächste, er erweckt uns, indem er uns das Gegenteil zeigt, wie sehr wir eigentlich und nicht in der Verbindung uns befinden, vielleicht nicht im Geben sind, wie sehr wir eigentlich uns von der Eigenschaft des Gebens, über die wir sprechen, die wir lange wollen unterscheiden. Und das erweckt uns gerade diese Extreme, diese Gegensätzlichkeit, erweckt uns dieses Gebet, die Bemühungen des Einzelnen, diesen Einfluss zwischen uns zu erwecken. Der Nächste, aus der Verbindung, aus Studium heraus, aus der Anhaftung an die Kabbalisten, macht das Licht in uns, erweckt uns diese Erkenntnis des Bösen, das richtige Gebet, das Streben zur richtigen Form, das erbaut uns, baut uns auf, bildet uns, bis wir hin zum Schrei gelangen, der Nächste, bis wir verstehen, dass wir nichts in der Lage sind zu tun von alleinig, nach einer bestimmten Zeit, und fordern, dass man uns aus der Natur hinausführt. Die Natur kommt nicht von uns. Das Nächste, vielleicht kann ich ergänzen, dass wir in der Stufe des Unbewegten Gewohnheiten, Bringungen im Willen zu empfangen, erschaffen wie ein Pferd, welcher man zieht, nach Haus zurückzukehren. Genau wie das Pferd daran Genuss haben. Das ermöglicht uns eine neue Erweckung, neue Inspiration zu erwecken nach etwas Neuem. Wir lernen, wie wir ihm Freude bereiten können. Und Freude zu bereiten heißt, auf seinem Weg zu gehen, in eine Methode, wo er uns durch die Kabbalisten aus unserem Wunsch heraus, uns zu verbinden, das korrigierende Licht anzuziehen, das gute Licht, alle Handlungen, die wir tun, prägen in uns Stufen des unbewegten Spirituellen, des pflanzlichen Spirituellen und entwickeln uns hin, im Endeffekt, um ein Mensch zu werden, sprechen zu werden. Genau, sagt der Nächste, ist eine Art Adapter, ein Übergang, welche der Zähne ist, welche zwischen der höheren Kraft, die Kraft des Gebens, welche sich überfindet, zur Stufe des Unbewegten. Was heißt die Erkenntnis des Bösen beim Unbelebten? Was ist die Erkenntnis, die wir machen müssen im unbelebten Stadium? Was ist die Erkenntnis des Bösen, fragt Vlad, dass wir nicht genug einer für den anderen sorgen, dass wir nicht genug sorgen für die Freunde, die zum spirituellen Ziel, dass sie zum spirituellen Ziel kommen, zur Entdeckung des Schöpfers, zur Gabe. Wir können das alleine nicht machen. Es geht einfach nicht. Der Schöpfer muss uns helfen dabei. Und die Bitte muss von allen gleichzeitig kommen. Scheißer Mir sagt, mir erscheint, dass das wie ein Spiegel ist, in den sich der Mensch schaut. Im Leben erscheint so ein Spiegel, der zeigt ihm sein Bild, seine Eigenschaften, wo er herkommt, was kommt, wofür er das macht, was er macht. Zeigt ihm nur seinen Platz als Unbelebtes und arbeitet in der Bewegung des Schöpfers. Es gibt Stufen der Erkenntnis des Bösen, also seine Natur sieht. Der Schöpfer steht dagegen und zerstört sich unter der Umgebung und mit dem Empfangen für sich selber. Das passiert
Man entdeckt diesen Spiegel. Das ist die Natur, das ist die Erkenntnis des Bösen und wir sind nur dort. Dieser Schrei das ist das Licht, das uns ändert. Der Schöpfer drückt auf einen Knopf. Wann erkennen wir in der Stufe des Unbelebten, dass der Schöpfer über uns herrscht? Und womit? Womit herrscht der Schöpfer über uns auf der Stufe des Unbelebten? Das Unbelebte lebt nicht. Da gibt, da ist alles in Ordnung. Und diese Unfähigkeit, sich zu entwickeln, aus der Situation des Todes auszutreten, das ist die absolute Herrschaft des Schöpfers. Wo der Mensch sieht, dass er einfach keinen Treibstoff hat, der Mensch in sich selber. Wenn wir entdecken, dass wir Geschöpfe sind, das heißt, dass er in uns geschaffen hat, alles, was es in uns gibt, und wir uns nicht ändern können, da müssen wir uns die ganze Zeit im Bewusstsein befinden, dass wir, obwohl wir geschaffen wurden auf bestimmte Art und Weise, dass es der Schöpfer ist, der uns ändern kann, dass wir beten können und aufsteigen können über unsere Natur, die er geschaffen hat. Im Unbelebten beginnt er will aus sich selber austreten und es gibt bereits irgendwelche Bewegungen, dann versteht er den Unterschied zwischen dem Unbelebten und dem Schöpfer in ihm. Italien. Italien. A question. Eine Frage. Why is the mineral called warum will to receive? Ist das Unbelebte, wird das Unbelebte genannt, Wille zu empfangen? Auch ein Atom ist ein Wille zu empfangen, weil er will sich selber erhalten. Er will auf seinen Bauplan achten, also seine Natur erhalten, seine Textur. Jedes kleine Teilchen existiert nur so, dass es sich hält, dass es seine Natur hat. Und sie dagegen ist, dass es zerbrochen wird. Schau, was wir mit den Teilen machen. Wir bauen einen Beschleuniger, einen Elektronenbeschleuniger dort gibt, Protonenbeschleuniger oder so. Da gibt es eine unendliche Energie, um zu sehen, wie das zusammengesetzt. Das muss eine wahnsinnig hohe Energie sein. Schau, wie der Wille zu empfangen, den der Schöpfer in den Teilchen eingepflanzt hat, wie stark der ist, dass wir wirklich mit unendlichen Kräften sie zerbrechen müssen, um zu sehen, aus was sie zusammengesetzt sind, diese Teilchen. Wir wollen sehen, was der Schöpfer in der Schöpfung eingepflanzt hat. Und das, dieser Wille zu empfangen, ist sehr groß. Im Gegenteil. Je einfacher die Materie ist, desto größer ist der Wille zu empfangen. Der Wille zu empfangen ist komplizierter und dadurch, dass er komplizierter ist, ist er schwächer. Das heißt, er kann nicht mehr sich selber beherrschen. Und in den Schweren ist es und die schweren Elemente
Dort gibt es bereits die Erscheinung, dass sie Strahlung aussenden, dass sie in Teile zerfallen. Sie können sich nicht selber halten. Das heißt, das Domem, 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 das Unbelebte am primitivsten und am stärksten. Dort ist der stärkste Wille zu empfangen. So arbeitet das. Und je mehr der Mensch entwickelt ist, enthält er sich mehr und mehr in das Domem der Heiligkeit, Domem de Kedusha. Das ist eingefroren, das ist begraben, das ist, wir sehen das auch in unserem Leben und schon nichts kann ihn bewegen. Was passieren wird, wird passieren. Und besonders sehen wir das im Volk Israel, die sich gewohnt haben an so eine Erziehung, dass sie nicht, also nicht einmal die Religiösen und nicht die Nicht-Religiösen, es ist alles wunderbar, wir setzen fort, wo wir, was bis jetzt war. Die Kraft des Schöpfers hat solche Eigenschaften in ihnen eingebettet, dass es sehr schwer ist, über sie hinaufzusteigen. Almata, bitte. Раф, а что приводит человека к поиску? Когда он насладился уже всем, что есть? Или когда он пытается насладить желание получать и не может? Творец. Ich habe die Frage nicht mitgekriegt. Alles, was er hat, hat er und er will nichts. Aber er kommt trotzdem, fängt trotzdem zum Suchen an. Der Arzt, die Suche heißt, dass er nichts hat. Der Mangel tut ihn antreiben. Mangel. Wien. Ich habe die Frage. Wir haben darüber gesprochen. Ein Freund hat gesagt, dass die Situation des Embryos ist ähnlich dem Unbelebten. Ich weiß nicht, was du fragst. Ohne dass er fragt. Was ist deine Frage? Ob man den Vergleich von unbelebt zum Embryo machen kann? Nein, ein Embryo entwickelt sich, obwohl er sich immer in Bedingungen hält, die man ihm von oben gibt, aber trotzdem ist das bereits eine Form der Entwicklung. Man kann das einer Pflanze gleichstellen. Ich will jetzt nicht dorthin springen, weil wir werden das noch lernen. Also gut, wir haben keine. Einmal da war, das war, Wien war. Okay. Gut, gibt es noch Fragen hier im Saal? Unfähigkeit für die Mitmenschen zu arbeiten heißt, dass er nicht die Kraft des Schöpfers hat. Der Schöpfer hat ihm den Willen zu empfangen eingepflanzt und nichts vom Willen zu geben mitgegeben. Alles bekommt man von oben. Den Willen zu empfangen haben wir bekommen. Auch der Schöpfer hat den Willen entwickelt, den wir bekommen haben, bis wir gesehen haben, dass er beschädigt ist und wir aus ihm austreten wollen. Jetzt ist die Frage, wie bekommen wir die Kraft der Gabe? Können wir das beurteilen, diese erkennen, dass das dieses Unbelebte nicht gut ist? Ja, das Unbelebte hält mich bereits dort und ich bin bereits in der Galut, im Exil. Im Gefängnis, in einer Situation, wo ich davonlaufen muss. Diese Situation in unbelebter Pflanze- und Tierwelt hast du in jedem Unbelebten und so weiter. Du hast von allem in allem. Wann beginnt der Embryo auszutreten, wenn er so weit ausgereift ist, dass er es nicht mehr aushalten kann, dass er nicht mehr bleiben kann,
So passiert es in den Phasen zwischen Umwelt und Pflanze, Pflanze und Tierwelt. Das, das auch vom, vom Belebten zum Sprechenden, zum Menschen. Wir werden das noch alles lernen. Einerseits sehen wir, dass es eine Entwicklung ist, dass das Unbelebte eine Ursache für das Pflanzliche ist und das Pflanzliche eine Ursache für das Unbelebte ist. Warum soll das höher sein, wenn wir von unten nach oben wachsen? Wenn er die Ursache ist, das Unbelebte, die Ursache, dass von ihm alles wächst. Er ist die Basis, die Grundlage. Bei allem, was sich entwickelt, die Hauptsache ist für mich, zuerst mal unbelebt zu sein. In jeder Stufe, in die ich komme, möchte ich unbelebt sein und dort bleiben. Ich bin, sagen wir, angekommen. Ich habe, sagen wir, Strom zu sein. Ich will Strom bleiben. Elektrizität, weil für mich ist das eine Erlangung, eine Stufe. Irgendein Status, ein schöner, ein guter, neuer. Ich möchte so bleiben. Aber danach entwickelt sich in mir das Pflanzliche, das Lebende, das Sprechende. Aber alles fängt beim Unbelebten an. Dass ich mich nicht ändern will. Ich will mich zuerst einmal einfrieren, in dem das zu bleiben, es erfassen. Ich will mich auf das einsperren. Das heißt, dass beide wichtige sind. Das ist kein pflanzliches ohne Tierwelt, pflanzliches ohne Unbelebt und Unbelebt ohne Pflanze gibt. Santiago. Rav, en el estado inanimado, der Situation von, und die Situation von Unbelebt, ob auch dort ein Parzuf von Ochose und Ochasadim sein kann, nein, das ist die, hat nicht die Kraft, ich habe keine Kraft der Gabe. Ich kann das nicht. In der Situation von Domem mache ich viele Situationen durch. Ich möchte schlussendlich. Haifa. Was ist die Zehnergruppe auf der Stufe von Domem, von Unbelebt? Der Zehner in der Stufe von Domem, von Unbelebt ist, die arbeitet und bemüht sich, zu entdecken, die Kraft des Schöpfers, dass er sie wächst, dass er sie entwickelt. Aber sie entdeckt noch immer nicht die Kraft, dass sie ausreichend wächst, um von Domem, von Unbelebt zur Pflanze zu werden. Natürlich kommen alle Kräfte vom Schöpfer. Diese Kraft hält sie und erweckt sie und entwickelt sie. Aber da, im Moment tut diese Kraft nicht vorherrschen bei der Zehnergruppe. Und sie möchte nur, dass diese Kraft in ihr vorherrscht, die Herrschkraft der Gabe. Und da wird sie zu dieser Kraft der Gabe gebracht und okay, Argentinien. Buenas noches, Rav. Mi pregunta es, Bnei Baruch como Kli tiene un desarrollo particular para alcanzar su propio grado de inerte, vegetativo, animado y hablante. Ob Bnei Baruch
als Gefäß irgendeine Linie hat, die von unbelebter Pflanze zur Tierwelt entsprechen kommt. Natürlich entwickeln wir uns genauso. Was glaubt ihr? Dass wir ohne Plan gehen? Auch jetzt lernen wir, welches Programm wir haben. Aber ich will nicht über das Programm reden und euch verwirren. Aber Baal HaSulam erklärt hier und dort, Ibur Yenika Mochin, Embryo, Stillphase und Kopfphase. Wenn du das hörst, dann kannst du verstehen, dass es unbelebt gibt in jeder Stufe. Und darauf bauen wir, dass das Pflanzliche und das Tierische und das Sprechende. Und nach dem entwickeln wir uns. Oder du kannst sagen, Jud, Ke, Waf, Ke. Das kommt alles vom Unbelebten. Wir tun diese Dinge zusammenfassen. Mach dir keine Sorgen. Das ist unsere Entwicklung. Und unser ganzer Weg teilt sich so in solche Situationen auf. Und der ganze Weg, du kannst den ganzen, nicht nur jede Stufe kannst du über Ibur Yenika Mochin sprechen, sondern den ganzen Weg, das ist Tomem, das ist Zumeach, das ist also unbelebt, Pflanze, Tierwelt und Sprechendes, vier Phasen. Und das will er uns hier in diesem Artikel, in dem kurzen Artikel zeigen. Nikolaev, bitte. Между неживым и растительным одно из отличий – это то, что растительное начинает себя умножать, да, увеличивать. Baal HaSulam spricht über die Korallen als Übergang. Woher ist es nicht klar, woher kommt diese Materie? Diese Materie kommt vom... Die Koralle ist also irgendwo in der Mitte. Wir machen den nächsten Teil. יש עוד אהבה בעולם, גם אם השתכחה, גם אם הסתתרה, גם אם טרם גילית את סודה. יש עוד אהבה בעולם, גם אם השתכחה, גם אם הסתתרה, גם אם טרם גילית את סודה. היא השיר של החיים, היא האור של השירים. קבל אותה אל תרתה, רק לך היא נועדה. יש עוד אהבה בעולם, אותה עוד יגלו כולם. רק לפתוח צוהר חם, היא כבר תמצא לה את דרכה לשם. היא השיר של החיים, היא האור של... קבל אותה אל תרתה, רק לך היא נועדה. היא השיר של החיים.
יש עוד אהבה בעולם.